Ich setze jetzt natürlich keinen Schwerttanz ein, weil ich nicht weiß, was als letztes kommt. Wobei ich glaube, ich weiß, was kommt. Fällt mir gerade ein. Er zieht natürlich jetzt meinen Angriff runter mit dem Irrlicht, die Verbrennung. Ich gehe natürlich jetzt wieder auf den Top Genesung, weil ich muss mal meine Dings weg tun. Ich glaube, ich weiß, was kommt als letztes. Deswegen gehe ich tatsächlich doch auf den Dings. Ja, Ramaidon ist sehr dankbar, sehr gut. Staffette. Ach, du ziehst zurück, ne? Panferno! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte jetzt mit Flamara nicht gerechnet als letztes. Okay, Schaufler. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also es ist jetzt gerade so ein bisschen, das hat mich doch überrascht. Also so viel zum Thema, ich nehme ihn jetzt gerade ein bisschen ernst, oder beziehungsweise er ist jetzt... Er ist jetzt doch der leichteste. Ihr solltet die Top 4 definitiv nicht unterschätzen. Ihr seht es nämlich gerade an mir, dass ich das gerade mehr oder weniger ein paar Mal getan habe. So, Psychokinese. Der Typ ist nämlich Kampf und Feuer. Ja, Spukball, klar. So, jetzt muss ich ein bisschen Glück haben, dass ich vielleicht durchkomme. Feuerschlag, komm bitte mal Lebens. Leck mich doch, Asak. Das kann doch nicht sein. Du hast jetzt bestimmt noch... Ich hoffe, dass du jetzt nicht Donnerschlag oder was auch immer hast. Ich hasse dich. Aber es ist weg. Das war mit Ansage. Das war mit Ansage gerade. Ich sag doch gerade, hoffentlich hast du nicht Donnerschlag. Und was kommt da genau, der Donnerschlag? Komm, ich habe Level 61. Trifft Zeppeli. Gut, okay. Ja, gut, trifft Zeppeli, es war mir klar, dass es sein letztes jetzt ist, weil er hat ja das ja rausgezogen, um Panferno einzusetzen. Aber wir haben ja jetzt das Problem, Gute, dass wir jetzt einen Typ Unlicht haben. Ich muss jetzt tatsächlich gucken, dass ich mit Schmarotzer vielleicht drauf gehe. Du ziehst natürlich jetzt wieder auf Dings. Ja, fall doch, mein Gott. Dann ist das Ding erledigt. Ich habe eine Vorahnung, was jetzt kommt. Nein, das hatte ich nicht. Ich hatte mir jetzt gedacht, der kommt mit Donnerblitz. Ich glaube aber durch die... Echt. Also ich sag mal so, er kriegt es gerade so ein bisschen nicht mehr oder weniger immer wieder geblockt, dass ich ihn nicht mit einem Kill-Kau jetzt go machen, weil das ist sein letzter und ich hoffe, dass es jetzt irgendwann fällt. Jetzt gehen wir nicht auf Eier und lass mich fallen. Jetzt kommst du mit Komprimator. Alter. Ach, nein, Mann. Er kriegt es ein bisschen... Er kriegt es momentan verhindert. Sagen wir es mal so. So, jetzt muss die Attacke treffen, dann haben wir das Ding gewonnen. Dann fehlt der eine noch. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Ich lasse es auch mit dem Nachgucken. Jawohl. Dankeschön, Kramchef. Gott sei Dank, ey.
Wow. Bravo, bravo. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe dich zwar nicht unterschätzt, aber ich bin auch nicht eine Sekunde davon ausgegangen, verlieren zu können. Das ist schon fantastisch. Du und deine Pokémon sind richtig inspirierend. Ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Jo. So, jetzt die Frage ist, wer ist denn der Letzte? Ich werde, wie gesagt, nicht nachgucken. Ich werde mich überraschen lassen. Wir werden es gleich sehen. So, gucken wir mal gerade, dass ich jetzt... Ich gewöhne mich nicht an dieses Item-Gebesystem. So, dass ich nicht auswählen kann, sondern ich muss immer wieder runtergehen. So, gut. The last one für heute. Cynthia ist es definitiv noch nicht. Das wäre schon zu früh. Ich habe es geahnt. Jetzt kommt er nämlich. Ich glaube, das ist der letzte. So, Kramchef, mein Freund. Ja, cutes Timing. Ich habe gerade mein Buch beendet. Erlaube, dass ich mir vorstelle. Mein Name lautet Lucien und ich setze Psycho-Pokémon ein. Den ich mich als erstes erwartet hatte. Ich wusste, dass der hier aus der Edition ist. Ich habe aber tatsächlich jetzt gerade gezweifelt. Ich dachte mir, der kommt doch bestimmt. Entweder kommt der noch oder ist der tatsächlich aus einer anderen Edition. Aber, scheinbar nicht. Dass du es soweit geschafft hast, sprich für dein Können. Doch nun stehst du dem gegenüber, der stärkste Top 4 bekannt ist. Und ich gedenke, diesem Ruf gerecht zu werden. Deshalb werde ich so richtig Vollgas geben. Jo, Lucien. Okay, fang erstmal mit Pantimos an. Nochmal, ich werde ihn nicht unterschätzen. Auch wenn sein Typ Psycho uns Stand jetzt nichts anhaben kann. Aber es kann natürlich sein, dass er da ein bisschen was in der Hinterhand hat. Er geht erstmal auf Lichtschild, stärkt damit seine Spezialattacken. Das heißt, ich muss physisch angreifen. Das habe ich schon fast gedacht, dass er so eine Kacke kommt. Gut, dann gehen wir auf. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach so, Lachtieb, ja. Gut, okay. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Also wieder auf Zeit spielen. Und Zauberschein. Ach, willst du mich verarschen jetzt gerade? Liebe Leute, es wird nichts werden, nicht einfach werden. Es wird nicht einfach werden. Und ich glaube auch, Cynthia wird definitiv eine ganz, ganz harte Nuss werden. In der nächsten Folge. Ach, lass mich doch in Ruhe mit deinem Scheiß. Hammer. Haben mehr. Ha, was mache ich denn jetzt? Wenn du vom Typ Fee bist. Du könntest vom Fee sogar sein. Ist es auch. Ich weiß, dass ich vom Typ Stahl bin. Das heißt, ich könnte noch eine Menge aushalten. Lichtkanone. Verreck doch, mein Gott, ey. Verreck doch endlich. Geh mir den auf Eier. Ja, Spiel mit der Scheiße, Alter. Ja gut, er hat seine beiden Wände hochgezogen mit Reflektor und mit Jetzt hat er die wahrscheinlich nicht abgekriegt. Ich spiel mal ein Spielchen weiter. Mit Ruhe. Ich glaube, wenn Pantimos gefallen ist, ist es eigentlich nicht mehr so schwer. Pantimos ist, glaube ich, sein erstes starkes Pokémon.
Es nervt halt extrem. Lichtschild. Das könnte jetzt was funktionieren. Bitte, bitte. Ach, geh mir nicht auf, Eier. Ernsthaft jetzt. Ich sag ja, Patimos ist definitiv ein Nervensäge und das ist schon immer gewesen. Also wenn die Leute auf den Sack gehen wollen, nimmt ein Patimos ins Team. Schon der zweite Volltreffer mit seiner Attacke. Okay. Jetzt ist es weg. Gott sei Dank. Sag ja, nervt die, wollt die Leute nerven, nehmt das Patimos ins Team. Aber es hat funktioniert. Level 61 für Galoppa. Meditalis. Meditalis. Spielen wir das Spiel schon mit? Die Frage ist, was kann es? Psychoattacken sind neutral. Kampfattacken sind nicht effektiv. Das Einzige, was, mir wehtun könnte, sind Geisterattacken. Das Gleiche, was ich jetzt mit ihm spiele. Deswegen habe ich mir die Dalis jetzt aber bewusst ausgewählt. Ach ja. 10 Kopfstoß. Ist doch ein neutral. Ach Gott, ey, ernsthaft jetzt? Respekt. Definitiv. Ich muss es gerade so sagen. Es ist Respekt, was er da abgezieht gerade. Er ist nicht ganz umsonst der stärkste Trainer. Definitiv. Und doch Cynthia wird definitiv eine ganz, ganz andere Hausnummer werden. So. Gott sei Dank habe ich das Viech jetzt mit einem Schlag gekillt. Ich hätte es nicht erwartet, aber es hat tatsächlich funktioniert. Level 58 für Rex Bizarre, Level 65 für Ramaidon. Girafarik. Achtung! Girafarik ist übrigens vom Typ Psycho und normal. Sprich, mit Geisterattacken werdet gegen ihn das Viech nicht ankommen. Weil Geisterattacken nicht effektiv sind. Also entferne ich Unlicht. So, die Frage ist, was hast du für mich? Bizarro-Raum. Ja, Bizarro-Raum. Das heißt, das Pokémon mit der schwächeren Initiative beginnt. Also sein Pokémon. Er bereitet jetzt mehr oder weniger vor. Donnerblitz, ich hab's fast geahnt. Er bereitet jetzt vor, für, glaube ich, für sein nächstes. Er ist nicht blöd. Definitiv ist er nicht blöd. Der hat jetzt irgendwas, was eigentlich schwächer sein dürfte, aber... Aber. Simsala. Das kann doch nur Ladestrahl sein, was er hat. Er hat sich gerade selber ins Boxhorn gejagt. Weil durch den Bizarro-Raum ist Kramchef schneller. Weil Kramchef eigentlich langsamer als Simsala. Simsala hat eine Bombeninitiative. Das Viech hat eine Bomben-Spezialangriff. Aber einfach scheiß Verteidigungswert. Das Viech, das kriegt ihr eigentlich relativ easy down. Wenn ihr ein bisschen was habt, was aushält. So, jetzt hau ich das Viech weg. Simsala geht auch baden. Sehr gut. Jetzt ist schon mal zumindest die große Gefahr weg. Was hast denn du noch? Ich habe irgendwo nur einen Lamus in der im Kopf. Bronzong. Ja gut, doch, Bronzong, ja. Ich hatte es eigentlich ein bisschen im okay, er macht der Bizarro-Raum da diesen. Bronzong ist einfach arschlangsam. Aber das Viech kann auch unserem Galoppa extrem wehtun mit Erdbeben. Ich glaube, es kann mich erdbeben. Und jetzt gehe ich voll drauf mit Feuersturm, wenn ich Glück habe. Komm, Galoppa. Ich steck weg. So, jetzt hau das Viech mit einer Attacke weg. Ich glaube aber nicht.
Ich weiß nicht, heißt Citrobeere. Ernsthaft? Ich vertrage das übrigens wieder normal. Alles klar, immerhin etwas. So, ich gehe auf Top-Genesung. Ich weiß, dass du Erdbeben setzen wirst. Aber ich darf zweimal. Gegenstoß. Das heißt, ich darf jetzt natürlich den nächsten Move setzen. So, jetzt muss ich es versuchen. Yes! Sauber. Doch relativ schadlos davon gekommen. Klar, trinken. Vollkommen normal, aber ja, ich verstehe. Deine drei Siege war es ja, waren kein Zufall. Deine Stärke ist also echt. Glückwunsch, du hast dich doch 4 geschlagen. Das heißt aber nicht, dass du jetzt schon an der Spitze angelangt bist. Da gibt es noch den Champ. Sei gewarnt, der Champ ist noch viel stärker als die Top 4. Geh durch diese Tür, um dich im finalen Kampf zu stellen. Das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Dann warten wir mit Cynthia der härteste Kampf in diesem Spiel. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wieder bei Pokémon Strahlender Diamant. Bis gleich. Bis dann. So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und wir machen heute weiter mit dem nächsten Gegner und das ist dann Champs Cynthia. So, also. Ja, Cynthia. Da werdet ihr definitiv eine harte Nuss zu knacken haben. Die alte ist definitiv nicht umsonst der Champ hier in Pokémon Diamond Pearl, Strahler Diamant, leuchtende Perle. Die weiß definitiv, was er hat, was er kann. Und wir werden definitiv eine Hausnummer haben. Ich habe nicht das Level erreicht mit Rexblizzard, was ich eigentlich erwartet hatte. Aber ich hoffe, dass wir es trotzdem irgendwie auf die Reihe kriegen. Schauen wir einfach mal, wie wir es machen. Ich kann nicht versprechen, dass wir es schaffen. Bei jedem anderen Champ bin ich gesagt, ohne Probleme, das kriegen wir schon hin, aber bei ihr bin ich mir ehrlich gesagt nicht allzu sicher. Aber wir schauen's. Und da ist sie. Wie ist es dir ergangen? Ich möchte dich nochmal für deinen Einsatz damals am Kraterberg danken. Du hast mit deinem Pokémon alle Hindernisse überwunden. Das bedeutet auch, dass ihr über eure eigenen Schwächen triumphiert habt. Außerdem sehen wir euch regelrecht an, wie stark ihr auf eurer Reise geworden seid. Doch genug geredet, lass es kämpfen. Deshalb bist du doch hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich deine Herausforderung an. Jo, Champfight! Der letzte. Hoffentlich letzte Kampf der Pokémon-Liga. Wir wissen es aber noch nicht. Ich kann es noch nicht versprechen. Die Olle hatte immerhin 6 Pokémon und fängt direkt mal an mit einer Nervensäge. Krippuk. Das Vieh hat keine Schwächen. Es ist vom Typ Unlicht Geist. Wobei ich glaube, ich bei Käfer gar nicht mal so unsicher bin oder bei Fee. Auch Stahl dürfte es eigentlich. Hm.
Ja, versuchen es einfach mit Dachdieb, klar. Ich bin mir eigentlich bei Stahlfee und so bin ich mir und Käfer bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass es das eigentlich an Schwäche hat. Es hat eigentlich keine Schwächen. Sagen wir es mal so. Es kann auch mit Bodenattacke nicht getroffen, weil ich glaube, ich weiß, es Schwebe hat. Naja, gucken wir mal. Wir kriegen schon irgendwie auf die. Ich versuche es, dass wir es hinkriegen. Ich hoffe, dass wir es auf die Reihe bekommen. Ich hoffe, der scheiß Citrobeer. Lass mich in Ruhe. Witz Aura. Gut, Witz Aura ist vom Typ. Okay. Das Viech ist viel. Das Viech ist richtig ekelhaft. So, jetzt hoffe ich, dass ich das danach weg habe. Die Frage, was setzt du jetzt ein? Die soll ich bestimmt nochmal finden. Nee, setzt du nicht, das wird Spukball ein. So, jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen Glück habe, dass ich vielleicht das Krippuck zumindest das. Dass ich Feuer auf 1-0 stelle, das Feuer eher auf 1-0 stellt. Du hast ja Zwinger, ne? Du Arsch. Das ist nicht wahr, schick mal so viel. Oder für sie, wohlgemerkt. Du Arschhasser Zwinger. Gut, was willst du mit Geist und Unlicht machen gegen meinen Stahl-Pokémon? Das heißt, ich gehe natürlich auf Kaskade. Die Attacke hat nämlich noch. Naja, gut, okay. Unterschätzen wir mal die gute Cynthia nicht. Probieren es aus. Tatsächlich nicht. Ich bin bei Stahl eigentlich versichert gegen Unlicht-Pokémon. Warum auch immer das Viech. Warum das Viech auf einmal keine Schwäche hat. Also sagen wir mal so, Cynthia ist alles andere als einfach. Mit dem Volltreffer definitiv erstmal das Krippuck aus dem Rennen genommen. Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Aber sie hat noch Minimum 4 Pokémon, die uns extrem wehtun.